Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zurück hier bei Fort Blocks und 7 Days to Die. Irgendwas ist da hinten umgefallen. Ich glaube, es sind die Zombies gerade am Baum rumholzen. Ja, ich habe jetzt auch endlich rausgefunden, dass ich aus Versehen die 32-Bit-Version installiert habe anstelle der 64-Bit-Version. Und hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen ruckelfreier, naja, nicht ruckelfreier, aber ein bisschen ohne Abstürzen bei mir läuft. Deswegen sind die ganzen Spawn-Punkte jetzt weg. Glücklicherweise bin ich hier gespawnt. Wo ich jetzt gerade stehe, und da konnte ich jetzt auch wieder meinen Spawnpunkt auswählen. Dummerweise in unserer anfänglichen Basis sind leider keine Spawnpunkte. Was ich wir jetzt machen, die. Du hast sie noch? Ich hab die noch. Super. Wenn du dann da hingehen könntest und den nochmal neu hinlegst, das wäre super, weil ich sehe den ums Verrecken nicht, den Spawnpunkt. Ja, wird eh gerade Nacht, mache ich jetzt. Gut. Was ich jetzt mache, erstmal ein bisschen mein Inventar aufräumen. Ich habe so viel Krams hier drin rumfliegen. Und dann werde ich noch gucken, dass ich mir Reinforced Concrete zusammenbaue. Mal gucken, ob ich das jetzt hier überhaupt schon so hinbekomme. Weil das Concrete, was ich hier habe... Leider nein. Das ist ja doof. Das Problem ist, das Concrete, was ich hier habe, das kann ich dafür anscheinend nicht benutzen, weil Chris das hergestellt hat und er das mit einer abgeänderten Version von seiner Rezeptdatei gemacht hat und deswegen das anscheinend nicht funktioniert. Ich habe das vorhin mal getestet, wenn ich das mache und Concrete-Blöcke herstelle, dass ich dann Reinforced-Concrete-Blöcke setzen kann. Und das werde ich dann jetzt auch gleich mal machen. Wenn wir die Nacht überstanden haben, werde ich mir dann mal ein bisschen aus unserer alten Basis Steine holen gehen und ein wenig Sand abbauen, damit ich dann Concrete-Blöcke bauen kann. Aber als allererstes brauchen wir, glaube ich, hier mal ein bisschen mehr Holztruhen, damit wir hier ein bisschen besser unser Inventar pflegen können. Habe ich hier genug Holz? Sieht nicht so aus. Hast du noch Holz? Nein. Das ist doof. Da muss ich wohl unsere wunderbare Bar hier unten abholzen, damit ich ein bisschen mehr Holz krieg. Sowas aber auch. Ach, bringen wir morgen mit. Ja. Die Nacht sollten wir eigentlich relativ easy überstehen können, glaube ich, mit dem ganzen Barbed Wire, den wir schon die Festung platziert haben. Ja, Festung ist auch ein bisschen. Die laufen da aber durch, das sind nicht genug Reihen. Ja gut, aber die fangen da schon mal genug Schaden, um den nur noch mit ein paar Schüssen platt gemacht zu werden, glaube ich zumindest. Ja, die platzen sehr schnell dann. Ja. So. Holz habe ich. Storage Chest da. Bauen wir mal ein paar hier hin. So. Kann ich hier mal anfangen, ein bisschen rumzufuhrwerken und mein Krams reinzubringen, den ich nicht brauche. Das ist übrigens auch eine Sache, wo ich hoffe, dass sie es noch beheben werden. Dass was denn? Die Kisten sich an die Wand legen dann. Und nicht so senkrecht davon weggucken. Naja. So schlimm ist es jetzt nicht. Oh, ich habe hier noch Stein. Und Sand habe ich auch noch. Da müsste ich doch eigentlich Concrete mit machen können. Wenn ich das noch kurz wegtue. Hier rein, das da rein, Destroyed Stone da rein, Dirt da rein, Holz, hier. Ist ja doch schon ziemlich laut wieder mit den Zombies. So, jetzt müsste es ein wenig angenehmer sein, denke ich mal. Und
Und ich hoffe mal, die fixen das mit den Lags, dass die Lags aufhören, wenn zu viele Zombies kommen, weil das nervt doch schon ziemlich. So. Hi. Kohle, lasse ich auch mal hier. Painkiller kann man auch gebrauchen. Blueberries. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Stein und. Oh, verdammt, ich hab den Sand weggetan. So was aber auch. Sand. Dann gucken wir mal. Concrete, da ist es doch. Ich glaube, das ging so nicht. So. Und dann Sand dazwischen. Richtig, Concrete. So, und dann Reinforced Concrete würde dann so gehen, quasi genau das gleiche. Und dann hier die Short Metal Pipes dazwischen. Ja, Reinforced Concrete. Bam. Ja, dummerweise habe ich nicht genug Sand. Deswegen werde ich dann gleich mal, wenn die Nacht rum ist, Sand farmen gehen. Und Steine. Concrete Bricks. Achso, das sind Concrete Bricks, die du da gemacht hast. Und ich habe normales Concrete gemacht. Das sehe ich gerade. Ah ja. So. Ich habe hier ein ziemliches Loch. Wo? Draußen. Wie Loch? Achso. So ein Loch. Na dann. Weißt du was? Ich bin jetzt mein Leben. Bis gleich. Warum? Weil es sonst langweilig wird, dann kann ich auch Minecraft zocken. Na, bleib stehen. So. Ja, ich denke mal, ich mache jetzt auch mal kurz einen Cut. Und, ja. Hol euch einfach dazu, wenn's wieder morgen ist. Apropos, wie ist der hier reingekommen? Okay. Wie ist der hier rein? Ah, die haben das hier schon wieder ganz kaputt gemacht. So was aber auch. Scheiß Zombies. Nee. Kein Anstand, die Jungs. Richtig, richtig. Immer alles kaputt machen müssen. Also ehrlich. Die sollten sich mal was schämen. Dann mach ich mal das kaputt. Huh, was ist denn hier vorne? Was denn? Ach. Ich sehe nur gerade das Loch, das die Zombies geschaffen hatten mit dem Auto. Trups. Da können wir ja anfangen, weiter Mine zu betreiben. Ach, hier vorne meinst du? Ja, hier könnten wir dann, wenn wir hier alles umzäunt haben, anfangen zu minen. Ja, um da nicht großartig anzufangen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Auto hier wegkriegen. Hm. Das ist echt doof. Dann geh da mal weg. Nee. Meine Brücke. Doch, warum nicht? Weil du sonst die Brücke kaputt machst. Ja, mein Gott, die können wir neu aufbauen. Na gut. Aber warte, ich gehe erstmal hier auf das Dach von dem Haus und gucke mir das von oben an. Bist du irgendwo oben? Du kannst, wenn du möchtest. Wie das da wegrutscht. Oh. Das war mal ein Megaloch. Oh, da kommen auch schon wieder die Zombies angerannt. Aber unsere Brücke hat noch einigermaßen gut überstanden, muss ich sagen.
Ja, die hat gut überlebt noch. Ja. Oder hinten sind sie wieder alle schön in die Zäune am Reinlaufen. Und sogar einige am Sterben. Schön am Abzappeln und dann sterben die. Das ist eigentlich ganz cool. So. Ja, dann mache ich jetzt nochmal einen Cut und wir sehen uns dann am Morgen wieder, wenn ich in unsere alte Basis zurücklaufe. Bis dann. Tschö. So, die Nacht ist vorbei. Der Tag ist am Erwachen. Hier stehen eine riesen Meute von Leuten, die gerade aus der Party kommen. Helf mir denen doch mal ein bisschen einzuschlafen. Und dann mache ich mich schon mal auf den Weg Richtung unserer alten Siedlung. Und werde anfangen, unsere Steine mal zu holen, die wir da abgebaut haben. Und generell Equipment. Vor allem trinken haben wir, glaube ich, hier nicht so sonderlich viel. Und dann werde ich mich mal aufmachen, so viel wie möglich. Wie heißt's? Sand und Steine zu holen, dass ich dann ein bisschen mehr Reinforced Concrete machen kann. Damit wir hier unsere Basis da hinten ein bisschen mehr aufpolieren können. Ja, vor allem muss ich mir, glaube ich, mal eine neue Shotgun holen. Meine hat nur noch 40 Schuss, das wäre ein bisschen uncool. Apropos trinken, da habe ich zum Glück noch 5. So, dann mache ich mich mal auf den Weg. Und du könntest ja schon mal anfangen, die Löcher zu flicken, ein bisschen. Und, ja, ein bisschen Barbed Wire noch dahin zu stellen. Schon dran. Super duper. Ich weiß, momentan gibt es noch einen Bug. Ich hoffe mal, den fixen die in der Alpha 1.1. Dass wenn man zu viel Verteidigung nebeneinander stellt, dass die dann irgendwann unsichtbar wird. Warum auch immer. So, gucken wir mal. Ich muss nach... Oh, mein Dings ist ja wieder da. Mein Spawnpunkt. Lustig. Brauche ich gar nicht zu rennen. Dann tricksen wir doch einfach mal das Spiel jetzt aus. Suicide. Sieht so lustig aus, wenn er stirbt. So. Oh, hier haben wir ein bisschen viel Spawnpunkte. Ich nehme mir mal einen mit. Das war, glaube ich, der, den ich überhaupt ausgewählt habe. So, nehme ich mir mal einen mit, dass ich dann ein bisschen weiter südlich in die Sand-Area gehen kann und mir da einen hinlege, damit ich da ein bisschen schneller Sand abbauen kann. Shotgun brauche ich noch eine neue. Haben wir überhaupt noch eine? Eine fast kaputte Shotgun. Shotgun? Haben wir genügende. Kann ich hier meine Shotgun wieder ganz machen? Ich habe hier noch eine fast kaputte Shotgun. Aber ich weiß nicht, wie man aus zwei kaputten eine ganze macht. Gemeinsam ins Inventar legen oder so? Also ins Fach? Ins Baufeld? Habe ich gerade eben gemacht, aber irgendwie will er nicht. Also Shotguns haben wir nicht genügend. Das ist eine einzige, die fast kaputt ist. Pistolen haben wir mehr als genug. So, dann tue ich mir den ganzen Scheiß, den ich nicht brauche, raus, damit ich da mal hinsprinten kann. Hier, die Kiste ist doch leer, so. Ja, komm, MP5 lasse ich mal hier. Fire Axe, ne, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Das brauche ich auch erstmal nicht. Den Rest nehmen wir erstmal mit. So. Das sollte ich dann jetzt eigentlich relativ viel Sand abbauen können. Dann mache ich mich mal auf den Weg.